Willkommen zurück bei Xenoblade Chronic. Sorry, Schala. Sorry. Meine lieben Freunde, wir sind hier weiter in der Zentralfabrik. Und nun geht es darum, diesen Ort, so gut es geht, weiter zu erkunden. Zudem sind wir hier dabei, Aufträge zu erledigen, die es uns möglich machen werden, hier weiterzukommen. Aber dafür müssen wir natürlich zunächst erstmal hier vorbeikommen. Wir haben, weil die Harmonie von Schalk und Dunwell mittlerweile Herzchen beträgt, auch ein bisschen durchgewechselt. Das heißt, jetzt kämpft hier Fiora mit, die den großen Vorteil hat. Quatsch, das ist davor auch schon Fiora mitkämpft, aber sie hat eben den Vorteil, dass man nicht verzaubern muss. Sie kann auch so den Mächern schaden. Das gleiche trifft auch auf Schala zu, dass sie mit Esser angreift. Das bedeutet, wir sind ziemlich gut aufgestellt. Und ich werde auch erstmal bei diesem Team bleiben. Ich meine, ich würde zwar gerne öfters durchwechseln, aber angesichts der Lage geht das wohl schwer. Und natürlich werde ich auch so gut es geht trainieren. Da hier einige böse Monster sind, die mir das eben verdammt schwer gemacht haben. Richtig zur Hölle gemacht haben sie es mir. Und ja, da möchte ich natürlich etwas... Den möchte ich natürlich etwas den Wind aus den Segeln nehmen. Okay. So. Den da werde ich jetzt mal Monado aber nicht verschwenden. Den kriegen wir auch so hin. Das Schöne ist halt, ich kann da wirklich mit diesen Mechanangriffen draufbauen. Ohne größere Probleme. Was? Okay. Das ist so ein Geier. Okay, das war gerade etwas komisch. Als sage ich halt, gute Erfahrung, was ich tue. Talentpunkte sind zwar mittlerweile relativ wenig und wow, 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 Noteinheit. Okay. Kümmern wir uns aber erst einmal um diese Viecher. Tschack! Weil die nerven einfach nur. Um die kann ich mich schnell kümmern. So. Weil irgendwie die Bossgegner sind mit, selbst wenn die Wes nicht treffen, für die Bossgegner mit denen stärker. Ich weiß nicht, ob sie denen noch einen zusätzlichen Boost geben oder sonst was. Aber man muss auf jeden Fall aufpassen da. So, wow, 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 wow. Chilled out. So, ich halte mich mal auf. Und jetzt würde ich mal gerne... Okay, machen wir Dreierkette. Beginnen wir erstmal hier. Ja, so von vorne. So nicht so gut. Egal, Headshot. Gegen Mechans ist das richtig stark. Und jetzt Fiora. Und weiter geht es. Mit Schalk. Zack. Wurde verdammt lang dafür zu sterben, dass sie eigentlich nur ein Notnagel ist. So. Damit endet es aber leider auch meistens. Schalk hat eben nur eine rote Technik. So, stirbst du jetzt mal? Alter. Was für ein nerviges Viech. Danke. Okay, gut. War sogar notwendig, den umzubringen wegen dem Auftrag. Und sie hat sich selbst aufgeheilt. Fantastisch. Ich habe das nur zu spät gesehen, sonst hätte ich Fiora geheilt. Naja, nimm das! Und jetzt den! Oh, vielleicht sollte ich mich jetzt noch auf die andere Noteinheit konzentrieren, aber. Ja. Die Welt, die hält sich wirklich im Hintergrund. Ich würde jetzt einfach hier mal diese M96 Noteinheit besiegen. Nehmt euch noch an die andere M. Und den anderen M-Typ der Mechern, den ich nicht besiegen konnte. Nun, den werde ich natürlich vorerst in Ruhe lassen. So, heilen wir mal Charla. Damit sie uns heilen kann. Bam! Weil natürlich sollte man den Arzt zuerst heilen, damit er wiederum andere heilen kann. Das macht alles Sinn, glaube ich. So, zum Beispiel jetzt Charla, werden jetzt wieder Zeitpunkt für Fiora. Okay, super. Team-Angriffskette. Zack! M96 nur dann hat es erledigt und war sogar ein Auftrag, dass wir den hier erledigen. Wow. Für ein Monster, das man sicher schon besiegen muss, ganz schön stark. Weil normalerweise sind das ja eher diese optionalen Monster, die so stark sind, aber nee. Also von Overlevel kann immerhin keine Spur sein. Ich hatte erst Angst nach Mechons Fallen, aber überhaupt nicht. Wir stehen super da derzeit und haben einen Levelanstieg und Harmoniemünzen, die wir erhalten. Fantastisch. So,
So, wow, 20.000. Tschüss. Dieser Auftrag war eine Menge wert. Aber das ist sowieso cool. Oh, Moment. Das ist der zweite Engelsmotor X, den wir benötigen. Bringen wir die beiden Teile zurück nach Kolonie 6. Okay. Das ist, was sehr seltenes ist. Engelsmotor X hört sich auch irgendwie verdammt selten an. So wie Enigma Lotos. Aber ja, dass wir dir... Oh nee, doch nicht als letztes finden. Okay, zwei Sachen fehlen noch. Bei seltsam. Gut, jetzt brauche ich ja nochmal zwei Engelsmotoren. Das ist klar, ich habe jetzt eins von meinen Collecticon hergegeben. Aber gut, öffnen wir erstmal diese Truhe. So. Und dann geht es hier weiter. Also auf jeden Fall cool, dass man durch die Handlung so viele EP allein dadurch bekommt, dass eben diese vielen Aufträge einem gestellt werden. Okay. Fleischtoffel. Prismatfüßler. Hört sich etwas komisch an, aber die haben wir, glaube ich, schon. Hauptturm. Dach. So, da hinten das erste Ding hole ich mir natürlich. Schalke hat jetzt. Immerhin hat er 67. Ist jetzt nicht perfekt. Die anderen könnten ruhig auch stärker werden, aber kann man gut mit leben. Aber. Jetzt mache ich mich erstmal auf die Jagd nach weiteren Collecticons und weiteren einzigartigen Monstern hier und vielleicht auch nach weiteren Aufträgen. Mal schauen. So. Aber ja, Kolonie 6 brauche ich eine Menge. Ich glaube, ich werde demnächst zurückkehren. Ich bin ja hier auf dem Weg zu dieser Mechon-Hauptstadt. Agniratha hieß sie, glaube ich. Wow. Schalte die elektrische. Dein Weg wird von einer elektrischen Barriere versperrt. Schalte sie ab, um auf den Hauptturm zu gelangen. Schalte die elektrische Barriere ab. Okay, Hauptturm. Zugang hier. Kommen wir hier vorbei. Muss ich wohl erst irgendwas schaffen. Und da unten komme ich auch nicht hin. Zum Geier. Okay. Gut, dann schaue ich mich da auf jeden Fall mal um. Wie ich das am besten mache. Taukäfer. Aha. Gut, da geht's hoch. Und jetzt spaltet sich der Weg an einige Ecken auf. Nicht. Also schon komplizierter als davor in den Mechonis-Hallen, aber im Vergleich zu dem, was wir davor erlebt haben, mit den anderen Gebieten, wie den Subfossar Troll oder Wald von Magna, ist das hier absolut übersichtlich, von oben bis unten. Also werde ich mal mich nicht beschweren. So. Erstmal die beiden erledigen. Da hinten wartet nämlich wieder ein ziemlich starkes Monster. Und so wie ich das auf der Karte sehe, müssen wir die sogar besiegen, um nach da hinten zu kommen. Denn da hinten... Ja, das stimmt, da hinten ist sogar das Frage... das Ausrufezeichen, lol. Okay, Angriff. Diesen da. Und... stirb! So, jetzt der da. Hier eins. Bam! Und jetzt eine Angriffskette. Einmal! Und zweimal Headshot! Nimm den! Oh, schade, sind vorbei. Ja, gut, aber ich will mich da nicht darüber beschweren. Trotzdem sehr gut. Sehr guter Schaden. Zweimal sie mal. Und dann den da und den da. Und da sollte der auch weg sein. Für Schala und Führer müsste es sogar noch grau sein, oder? Nee. Okay, war für alle blau. Haben alle die gleiche Erfahrung gekriegt. Stimmt, grau ist nur, wenn er ein Level drunter ist. Gut, aktivieren wir das mal. Jetzt haben wir die... hat die Barriere nachgelassen. Wir können so weiter, wie es scheint. Aber erst einmal möchte ich... den Weg hier fortsetzen. Erstmal schauen, was hier genau ist. Mhm. Da geht noch ein anderer Weg hin. Und da unten Ex-Panther. Ich glaube nicht, dass ich das schon habe. Das sieht sehr strange an. Ja, so ist es auch. Okay. Gut. Aber... möchte dann vielleicht doch noch mal ganz kurz hier hinten, nach hinten schauen, denn
Genau, hier ist ein Collecticon. Und dann war da noch irgendwo eine Aether-Ader. Oder nee, Moment. Nee. Stopp mal. Wenn ich hier weitergehe, dann komme ich hier runter. Nee, das möchte ich ja auch nicht. Hm. Muss mich ganz kurz sammeln, wo ich eigentlich hin möchte. Wie komme ich nach da hinten zu dieser Aether-Ader? Das frage ich mich jetzt. Moment, muss ich da dann darunter? Stopp mal. Könnte es sein? Wow! Okay, wir geraten hier in einen Kampf rein. Das war eigentlich nicht geplant. Und hi, Viecher, die ein Millenniumsauge vorne haben. Sieht so ähnlich aus. Ja, gut. Dann kämpfen wir mal. Und wenn das nicht geplant war, ich würde eigentlich einfach nur zu dieser Aether-Ader. Aber die scheint. Ah! Okay, doch. Da kommen wir dann hin. Okay, super zu wasten! Was zum Teufel? Aber ja, scheinbar muss man diese Kämpfe machen, um in der Story weiterzukommen. Und sie sind nur zwei Level über, unter mir. Das ist in diesem Spiel wenig. Also drei unter mir, aber zwei unter Schala und Ricky. Und damit noch Grau für sie. Schala und Ricky. Schala und Fiora. Damit muss ich sagen, tatsächlich sehr anspruchsvoll hier an dieser Stelle. Ich habe, wie gesagt, erst Angst, dass ich überlevelt bin, aber wenn solche Level kommen, wohl gar nicht. Und ich meine, ich habe fast alle Aufträge gemacht, also da hat man schon einen ziemlich hohen Anspruch, wie es mir scheint. So. Okay. Nimm den! Gegeben. Natürlich hat man nicht unbedingt so viel weniger, wenn man die Quest nicht macht, denn ihr müsst immer so denken, wenn die Monster konstant einen niedrigeren Level haben, kriegt man auch immer mehr EP, als wenn sie konstant also ja, wenn man mehr Nebenquests macht, immer für die Monster weniger EP, weil sie ein höheres Level haben. Das heißt, es gleicht sich schon etwa aus, aber trotzdem unerwartet. So, hier für Fiora. Wo ist Fiora? Muss sie auch muntern. Da ist sie. Und jetzt soll ich mich hinter ihn stellen? Nein. Nein. Alter, nein, ich. Alter, nein, ich möchte. Alter! Darf ich mal den. Warum? Das damit ich auswählen, danke. Wow! Fast 10.000 EP für einen Gegner. Was Fiora kann nicht, weil sie DP ist oder warum? Achso, nee, weil sie da gerade einen Angriff vorbereitet. Okay. Ah gut, jetzt kümmere ich mich erstmal um diesen da. Dann dürfen die anderen beiden auch wieder aufgefüllt sein im Level. Oh, Fiora hat Schala geholt. Wahrscheinlich, weil sie jetzt schon länger kämpft. Ja, sie hat auch für den ein bisschen mehr erhalten. Für den wird Schala wieder schon am meisten erhalten. Weil der für sie noch grau ist. Und hey, wir können noch eine Angriffskette gleich machen. Super! Super, dreht er sich noch um. Och Mann. Naja. Bam! Und Fiora. Zack! Sie stand wenigstens hinter dem Gegner. Weiter geht's. Aber ich glaube nicht, dass Fiora jetzt noch kann. Oh doch! Geil! Ich hab sogar getroffen. Super. Und yes! Epic. So, setzen wir mal das da ein. Super. Das ist super gelaufen. Und ja. Fantastisch. 8.005 Punkte. Wir sind alle Level 67. So, da möchte ich aber noch gar nicht hin. Da möchte ich hingegen schon hin. Bevor ich mich nach oben begebe. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber ich möchte einigermaßen die Übersicht bewahren. So, dann nehme ich das ein. Dann
Hier drüben. Okay. Gut. Das war unser nächsten Part, Leute. Nein, da habe ich nächstes Mal wirklich keine Zeit mehr. Chillt. Wenn euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Bis zum nächsten Mal. Ich komme hier nicht weg.